Zwei Autos, zwei Teams auf der gleichen Strecke. Der Spritspar-Experte. Komm, Schatz, sie bleibt grün. Bitte bleib grün. Ich hab schon den zweiten Gang drin. Gegen Mutter und Sohn. Langsam, Juri. Oh, ich komme mal mit. Oh. Die Mission: Spritsparen. Also, ich bin mir ganz sicher, dass ich am Ende als Gewinner aus der ganzen Nummer rausgehen werde. Sonst hätte ich ja was falsch gemacht. Das große Akte-Experiment. Überhol ihn, schnell, überhol ihn. Gewinnt sicher nicht der Schnellste. Aber wie viel weniger zahlt der Profi am Ende an der Zapfsäule? Boah, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es auch nicht gedacht. Also, dass es so einen Unterschied macht. Schon seit Monaten steigen die Spritpreise, sind auf Rekordhoch. Dazu Energiekrise und Inflation. Im Moment kein Ende in Sicht. Doch wer aufs Auto angewiesen ist, muss jetzt tief in die Tasche greifen. Akte macht das Experiment. Wie viel Benzin und damit Geld lässt sich durch den Fahrstil einsparen? Und wie viel Zeit verliert man? Für den Benzinspartest treten an das Mutter-Sohn-Duo Annika und Juri aus München gegen Spritsparexperten und Fahrlehrer Christoph Littner. Ich fühle mich herausgefordert und werde versuchen, das Maximale einzusparen. Aber ich denke schon, dass 2 Liter auf jeden Fall drin sind. 2 Liter auf 100 Kilometer, ein ehrgeiziges Ziel. Um das zu erreichen, greift er schon vor dem Start zu seinem ersten Trick. Ich fülle so einen Reifenluftdruck auf. Ich habe gerade geguckt, was vom Hersteller erlaubt ist. Das sind 2,6. Ich mache jetzt 2,8 rein, so 0,1 bis 0,3 Bar kann man mehr reintun. Rollt der Reifen leichter ab und dann braucht man weniger Sprit. Also lieber etwas mehr Luft rein als zu wenig. Was da geht, bitte unbedingt vorher beim Hersteller fragen. Doch entscheidend ist die Fahrweise. Dadurch soll man angeblich fast ein Drittel weniger Benzin verbrauchen. In den nächsten 2 Tagen versucht unser Experte, dieses Ziel zu erreichen. Annika und Juri wissen, es geht ums Spritsparen, aber die beiden sollen einfach so fahren wie immer. Also ich habe Bock auf die nächsten 2 Tage, weil ich freue mich auch mal das Auto auszuprobieren. Ich glaube, das lässt sich ganz gut fahren. Ja, und ich freue mich auf den Tag mit Juri, ja. Mit euch. Das macht Spaß, glaube ich. Und das sind die Arbeitsgeräte. 2 baugleiche Autos, 200 PS, Sportmodell, Benziner mit Schaltgetriebe, beide bis zum Anschlag vollgetankt. Denn am Ende sehen wir so den genauen Unterschied zwischen dem sparsamen und dem normalen Fahrstil, und zwar in Litern und Euro. Damit keiner unfair wird oder die Route ändert, steigen die Akte-Reporterinnen Franziska Lang und Chiara Roth mit ein. Und wir packen zum Ausgleich in Christophs Wagen noch ein paar Wasserkisten mit dem Gewicht einer erwachsenen Person. Jetzt kann's losgehen. Tag 1, ein normaler Berufsverkehr-Freitag. Für Christoph, Annika und Juri steht eine identische Stadttour durch München auf dem Sparfahrprogramm. An jedem Zwischenstopp verlangen wir als Beweis ein Selfie. Wir starten in Unterföhring im Osten Münchens. Von dort geht es zum ersten Ziel unserer Testfahrer, zur Theresienwiese, dem Ort des weltberühmten Oktoberfests. Mutter und Sohn kämpfen sich durch den morgendlichen Berufsverkehr. Sie achten auf die Verkehrsregeln, aber nicht so sehr auf den Benzinverbrauch. Jetzt ist der vor uns. Mein Plan war, vorne wegzudüsen. Jetzt müssen wir den überholen. Einmal ordentlich aufs Gas treten. Ein schwerer Fehler, wenn man sparen will. Fahren Annika und Juri im Alltag auch so? Ja, ich glaube, ich fahre eher ein bisschen flotter. Wenn es so langsam ist, das nervt mich. Ja, würde ich auch sagen. Also zügig, aber trotzdem sehr bedacht. So viel können wir schon jetzt verraten. Vorausschauendes Fahren ist jetzt nicht so das Ding von Annika und Juri. Entschuldigung fürs Bremsen. Die Fahrt verläuft ruckelig und schnell. Für den Spritverbrauch sind das 2 echte Todsünden. Zumal die beiden nach knapp 13 Kilometern trotz ihrer Eile auch noch später als Spritsparer Christoph an der Theresienwiese ankommen. Schnell ein Selfie und dann geht's weiter. Ab zum 2. Zwischenstopp, dem Odeonsplatz. Das Familienduo tauscht die Rollen. Jetzt sitzt Juri am Steuer. Wird es der 21-jährige Student etwas entspannter angehen als die Mutter? Er nimmt sich noch nicht mal die Zeit zu checken, ob der Wagen fahrbereit ist, was jetzt ordentlich Benzin kostet. Du musst. Oh
Ah, scheiße, das Alter. Das ist ja smooth hier, ha? Ja, das Ding ist mit Handbremse losgefahren, ja. Mit angezogener Handbremse losfahren und sich dann leicht genervt und ungeduldig in den Stop-and-Go-Verkehr der Münchner Innenstadt stürzen. Inzwischen haben Mutter und Sohn bereits einen durchschnittlichen Verbrauch von 7,8 Litern auf 100 Kilometer. Also smooth fährst du gerade nicht, wenn ich das mal ganz jetzt kurz erwähnen darf. Abbiegen. Mr. Superfahrer. Auch unser Spritspar-Experte Christoph kämpft sich durch den Münchner Stadtverkehr. Er versucht besonders smooth und damit spritsparend durch die City zu kommen. Wenn ich auf der Ampel zufahre, die rot ist schon länger, dann rechne ich ja damit, dass die irgendwann auf grün schaltet. Das heißt, ich gehe vom Gas runter, lasse meinen Gang drin. Ganz wichtig, ich steige auch nicht auf die Kupplung und lasse das Fahrzeug einfach rollen. Und wenn ich Glück habe, dann schaltet die Ampel noch um, bevor ich dort bin und kann direkt am besten im gleichen Gang noch weiterfahren. Warum nicht auf die Kupplung? Das mache ich immer. Nee, sobald ich die Kupplung gedrückt habe, werden ja die Räder vom Motor abgekoppelt. Und um den Motor am Leben zu halten, spritzt er sich nach wie vor Sprit ein, was verbraucht. Und jedes neue Anfahren verbraucht eine extra Ladung Benzin. Knapp 10 Liter zeigt der Momentanverbrauch an. Auch die Klimaanlage ist ein Spritfresser mit bis zu 1 Liter pro 100 Kilometer. Auch bei 20 Grad draußen und gefühlten 30 im Auto, bei Spritsparexperte Christoph bleibt jede Kühlung aus. Auch das Schiebedach. Abkühlung gibt's so nur an der Ampel. Ich mache mir auf, dass wir ein bisschen Luft kriegen. Das ist jetzt eigentlich nichts Offizielles. Ich mache jetzt Servus. Ich mache jetzt bloß auf, dass mit uns nicht so heiß wird herin, gell? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die Aufmerksamkeit der Polizisten auf uns gezogen. Die Münchner Polizei sieht kein Problem und lässt uns weiterfahren zum nächsten Stopp. Kurzes Beweis-Selfie am Odeonsplatz und Zeit für ein erstes Fazit. Ja, es läuft so mittel. Also es ist schwer in der Stadt, wenn alle 100 Meter eine Ampel ist und Berufsverkehr natürlich super viel los ist, dann ist einfach schwer, die Möglichkeiten zu nutzen, die man hat beim Spritsparen. Also da ist nicht viel, was ich da rausholen kann. Dass er damit im Vergleich zum normalen Autofahrer völlig falsch liegt, klären wir gleich. Im dichten Verkehr von Ampel zu Ampel wird es auch für den Benzinsparprofi schwer. Ja, jetzt habe ich ihn so schön auf 4,8 Liter gedrückt. Und jetzt haben wir hier wieder Stop-and-Go-Verkehr in der Stadt. Da geht es natürlich wieder hoch. Und das kann richtig teuer werden. Die Preise an der Tankstelle sind auch für Christoph und seine Fahrschule ein Problem. 4 bis 5 Euro Mehrkosten hat er momentan pro Fahrstunde. Wir können es jetzt aktuell noch so ganz gut kompensieren, aber wenn das lange so bleibt und vielleicht sogar noch mehr wird, wird es auch für uns als Fahrschule echt schwer. Keinen Kopf um den Spritpreis machen sich gerade Juri und Annika. Sie geben Gas auf dem Weg zum nächsten Stopp, der Allianz Arena. Endlich kurz mal Autobahn und raus aus der engen und anstrengenden Stadt. Ich muss sagen, ich glaube, heute ist das erste Mal, dass ich lieber auf dem Beifahrersitz sitze als am Steuer. Wirklich. Es ist auch echt ein bisschen stressig. Ja, es ist schon wirklich stressig. Sparexperte Christoph ist auf der Strecke zum Münchner Fußballstadion entspannt. Hier kann er sein Sparwissen auch praktisch anwenden. Beim Beschleunigen ist auch immer wichtig, dass ich nicht Vollgas gebe, weil dann sind alle Schleusen offen, dann läuft der Sprit einfach so durch, sondern dass ich eher so 2/3, 3/4 Gas gebe und zügig auf die Geschwindigkeit komme, die ich auch fahren möchte. Dann endlich Selfie-Stopp an der Allianz Arena. Kurze Pause. Aber weil es so schön war, schicken wir jetzt die beiden Testfahrzeuge vom Norden Münchens wieder zurück, quer durch die Stadt in den Süden. Letztes Ziel der Tour, die Bavaria Filmstudios. Ein beliebtes Ausflugsziel für Kinofans. Und unser Familienduo fühlt sich offenbar auch schon wie im Actionfilm. Alter! Schnell, überhol ihn! Ein interessantes Finale. Am Schluss muss Schnellfahrer Juri nochmal spritfressend Vollgas geben. Sonst wäre er tatsächlich später als der Langsamfahrer angekommen. Sag mal, was war das denn bitte? Letzte Station geschafft. Nach 71 Tageskilometern kommen wir wieder in Unterföhring an zur Spritpreisabrechnung. 30% weniger Benzin wollte unser Experte durch vorausschauendes Fahren verbrauchen. Ist ihm das wirklich gelungen? Die Akte-Reporterinnen bringen die Autos zur Tankstelle. Sie füllen das Benzin auf. Einmal volltanken bitte. An der Zapfsäule zeigt sich, wie viel Liter verbraucht wurden. Und auf dem Kassenzettel steht, wie teuer die Fahrt war. Das unglaubliche Ergebnis,
Fahrlehrer Christoph hat nur die Hälfte an Benzin verbraucht. Während seine Fahrt knapp 7 Euro kostet, haben Annika und Sohn Juri knapp 13 Euro in die Luft geblasen. Fast doppelt so viel. Und die Zeitersparnis war im Stadtverkehr gleich null. Dieses Zwischenergebnis verschweigen wir den Teams. Sie sollen schließlich noch unvoreingenommen auf die Langstrecke. Tag 2 in unserem Experiment. Es ist Sonntag und bestes Wetter. Wie so viele zieht es auch uns heute an den See. 200 Kilometer Autobahn, Landstraße und Rückreisestau. Wir wollen herausfinden, kommt der Benzinsparprofi auch hier deutlich günstiger weg als der Normalautofahrer? Also am meisten Sprit verbraucht man eigentlich bei hohen Geschwindigkeiten. Also wenn ich viel Autobahn fahre oder viel Landstraße, da brauche ich am meisten. Wenn ich möglichst wenig Phasen habe, wo ich einfach nur rollen lassen kann. Unsere Teams nehmen die Herausforderung an. Ihr Ziel? Der Walchensee im Süden von Bayern. Für die Hinfahrt nehmen wir die Autobahn. Das sind knapp 100 Kilometer von unserem Startpunkt in Unterföhring bei München. Experte Christoph wittert seine Chance. Denn wo viel verbraucht wird, kann man auch viel sparen. Ich glaube, dass ich heute großes Sparpotenzial habe, weil das Streckenprofil mehr Möglichkeiten bietet als das Streckenprofil in der Stadt. Weil in der Stadt, gerade im Berufsverkehr und im Feierabendverkehr, muss man doch ständig bremsen und hat wenig Möglichkeiten, mal rollen zu lassen. Und auf der Autobahn und gerade auf der Landstraße hat man da viel mehr Möglichkeiten, die Spritspartipps auch umzusetzen und anzuwenden. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass ich heute als großer Sieger aus dem Duell hervorgehen werde. Seine Chancen stehen jedenfalls gut. Denn Mutter und Sohn haben im Vergleich zu ihm nur eine vage Ahnung, wie man beim Autofahren Benzin spart. Also die Tipps, die mir einfallen würden jetzt spontan, wie man Sprit sparen kann, ist, dass man vorausschauend fährt. Bergab und rollen. Der Experte geht das schon professioneller an. Seine Spartipps auf der Autobahn? Konstant auf der rechten Spur bleiben. Nicht unnötig überholen oder beschleunigen. Einziger Nachteil, die Fahrt dauert so natürlich auch länger. Mit 80 km/h tuckert Christoph auf der Autobahn vor sich hin zum Zwischenziel, dem oberbayerischen Kochelsee. Hier haben die Normalautofahrer Annika und Juri schon längst ihr Beweisselfie gemacht und warten ungeduldig. Oh, voll schön hier. Bin gespannt, wie lange wir jetzt warten, bis der kommt. Fragen wir ihn doch direkt selbst und rufen bei Team Spritsparen an. Hi. Wie lange braucht ihr noch? Wir sind schon da. Seid ihr schon am Ziel? Ja. Nein, oder? Schon ein bisschen nervig, dass ihr so langsam seid, muss ich sagen. Knapp 20 Minuten dauert es noch, bis Christoph auf dem Parkplatz eintrudelt. Aber ich habe das meiste jetzt rausgeholt hier auf dem letzten Stück. Wenn du so auf die Ortschaften zurollst und hier wäre oft auch beschränkt auf 70 und 80 und wenn du rechtzeitig dann vom Gas gehst, da kannst du schon einiges rausholen dann. Ob einiges genug ist, um in unserem Experiment deutlich weniger Sprit zu verbrauchen? Zuerst kommt noch der Angstgegner für jeden Autotank. Über Serpentinen den Berg nach oben zum Walchensee. Das ist natürlich jetzt des Todes, gell? Hier so eine Serpentinestraße hoch. Da ist halt nichts mit Spritsparen groß, gell? Aber wir fahren sie ja auch wieder runter. Aber gibt es da so Tricks, irgendwie, wie fährt man am besten auf so einer Strecke? Denn es ist am besten, man fährt zumindest kontinuierlich. Ich meine, klar, es geht bergauf, das ist fürs Auto anstrengend und somit braucht es auch Sprit. Da kann ich nicht allzu viel sparen, aber zumindest versuchen, einen kontinuierlichen Fahrstil zu haben, dass ich nicht ständig Gas geben muss und wieder bremsen muss, das wäre schon gut. Einfache Fahr- und Spartipps wie dieser sind extrem wertvoll. Denn viele Familien müssen wegen der hohen Benzinpreise im Moment Abstriche machen. So auch Annikas Familie. Ja, am Wochenende haben wir tatsächlich überlegt, ob wir noch mal schnell zu einem See fahren und vielleicht die Füße kurz reinhängen und es einfach vom Urlaubsfeeling kurz mitnehmen. Aber dann haben wir gesagt, okay, jetzt mit den Spritpreisen müssen wir es ja vielleicht dieses Wochenende nicht tun und sind tatsächlich nicht gefahren. Dafür können Sie heute den Ausblick auf den schönen Walchensee noch viel besser genießen. Die erste Hälfte der heutigen Strecke ist geschafft. Jetzt stehen noch die Rückfahrt nach München und der große Kassensturz an. Nach insgesamt knapp 200 Kilometern Tagesausflug tanken beide Teams ihre Autos erstmal wieder voll. Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit. Hat der Sparexperte wieder deutlich weniger verbraucht als die Normalautofahrer? Es wird spannend. Zeig, 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 zeig.
Ja, ist halt ein Drittel mehr, gell? Ja, Alter. Also, vor allem nur für einen Tag so, einmal zum Berg und wieder zurück. Ich bin happy. Boah, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es auch nicht gedacht. Also, dass es so einen Unterschied macht. Also du 20 klar, Euro, wir 30 Euro, das ist ja heftig. Allerdings 20,44 Euro hat unser Experte bezahlt, Annika und Juri 30,71 Euro, ganze 10 Euro mehr. Ein Drittel konnte Christoph an Tag 2 einsparen, an Tag 1 sogar die Hälfte. Ein klarer Erfolg für den Profi, aber kann das jeder schaffen? Was würdest du den beiden denn jetzt für Tipps geben, nachdem du ihre Fahrweise gesehen hast? Alles anders zu machen, als das, was sie jetzt machen. Heißt konkret? Grundsätzlich ist beim Spritsparen immer wichtig, dass ich das auf zwei Teile so ein bisschen aufteile. Das eine betrifft das Fahrzeug. Da kann ich viele kleine Dinge machen, die sich leicht umsetzen lassen und in der Summe auch ein gutes Ergebnis bringen. Das sind so Sachen wie Luftdruck leicht erhöhen und mal gucken, was ist im Kofferraum, also Gewicht minimieren. Und auch so Sachen wie am Display zum Beispiel den Momentanverbrauch herschalten, weil dann wird man immer automatisch so ein bisschen gezügelt, wenn man aufs Gas tritt. Und das nächste ist die vorausschauende Fahrweise. Damit lässt sich das meiste erreichen, indem ich einfach so Sachen mache wie frühzeitig auf eine rote Ampel reagieren, vom Gas gehen, genauso auch wenn ich in eine Ortschaft reinroll, versuchen wenig zu bremsen, dass ich einfach viele Rollphasen habe. Und ganz wichtig, in diesen Rollphasen nicht die Kupplung drücken. Und beim Beschleunigen schauen, dass man nicht Vollgas gibt, sondern eher so zwei Drittel Gas und früh hochschalten. Das Fazit des Akte Benzinspar-Experiments: Wer vorausschauend und ruhig fährt, selten Gas gibt und nicht unnötig bremst, der ist nicht nur entspannter auf den Straßen unterwegs, sondern spart auch noch jede Menge Geld und verliert vor allem im Stadtverkehr viel weniger Zeit, als man denkt.